Herzlich willkommen heute aus unserer Bauernstube hier. Ich habe mich zurückgezogen und 20 Bücher für Gartenfreundinnen und Gartenfreunde ausgesucht. Ich habe eine große Bibliothek, ich bin ein großer Bücherwurm, wie es so schön heißt, und ich denke, gerade zu Weihnachten gibt es wunderbare Bücher für alle, die den Garten, die Blumen gerne haben. Beginnen wir mit einem Buch, das mir ganz, ganz groß am Herzen liegt, nämlich vom Christian Grässer ein Buch, das heißt Liebe Pamina, Hallo Papageno, Briefe eines Staudengärtners. Der Christian Gress ist ein Staudengärtner aus Ort im Innkreis und schreibt jedes Monat einen Newsletter. Da ist er, der Christian Gress, in seinem Element und er hat eine wunderbare Gärtnerei in Ort im Innkreis. Und in dem Buch schildert er quasi wie in einer Chronik, was sich so in den letzten Jahren getan hat, worüber er geschrieben hat, über seine Liebe zu den Schneeglöckchen, über die Astern, über die Flochse und vieles, vieles mehr. Also nicht nur eine Chronik, sondern auch viele, viele Tipps. So, dann gibt es noch einen lieben Freund von mir, den ich auch sehr, sehr schätze. Das ist der Reinhard Kittenberger, ein Gartengestalter aus Schiltern bei Krems in Niederösterreich und dort eine große Schaugartenanlage. Und sein Buch heißt Wunderland der Gartenfantasie. Hat mich sehr gefreut, er hat mich eingeladen, ein Vorwort zu schreiben, das haben wir ja zwar. Und da drin in dem Buch, da hat er seine Gärten beschrieben, seine Erfahrungen, die er gesammelt hat, wie man naturnah gärtnert, wie man schöne Schwimmteiche, Naturpools anlegt. Und viele Gartenfragen hat er beantwortet. Das ist übrigens sein Haus, ein ganz ein tolles Haus mit einem ganz einem großartigen Schwimmteich. Also, Wunderland der Gartenfantasie. Ein Projekt, das es seit vielen Jahrzehnten, ja fast Jahrhunderten gibt und eigentlich das Ursprüngliche war beim Gärtner, nämlich der Waldgarten. Martin Crawford hat ein dickes Buch geschrieben, ein wirklich Grundsatzwerk, einen Waldgarten erschaffen. Da drinnen geht es darum, wie man so einen Waldgarten anlegt, also Pflanzen mitten im Wald setzt, von den Bärensträuchern angefangen bis hin zu den Stauden. All das kann man dort anlegen und Pflanzen und diese Pflanzen brauchen dann ganz, ganz wenig Pflege. Ein Profibuch, sage ich dazu. So, der Winter ist ins Land gezogen und manche sagen, das Garteln ist vorbei, aber Brunhilde Broos-Burkhardt sagt: Mein Garten im Winter, da ist die Artenvielfalt, da kann man Wintergemüse ziehen, da gibt es viele Gestaltungsideen. Ich finde das Buch ganz interessant, weil doch für manche der Garten nur vom Frühling bis zum Herbst stattfindet. Dass die Rinden interessant werden, dass die Strukturen im Garten interessant werden, ja, dann geht es eh da schon in den Frühling hinaus. Auch was Passendes für die Adventszeit, man merkt, ein deutsches Buch, mein Adventskalenderbuch. Gleich einstecken, ein Messer, weil man muss die einzelnen Seiten aufschneiden. Und dann kommt man erst zu den Geschichten. Da muss man da aufschneiden und dann hat man die Geschichte. Es gibt Sprüche des Tages und so weiter. Gartenliebe. Bleiben wir beim Buch für diese Zeiten, nämlich Räuchermomente, auch ein großes Thema geworden. Da geht es jetzt nicht nur um den Weihrauch, sondern um viele andere Bücher. Die Adolfine Nitschke hat dieses Buch geschrieben. Viele Pflanzen, die man im Garten sammeln kann, kann man zum Räuchern verwenden. Und da drinnen findet man es, wie man es macht und was diese Räucherungen auch bewirken. Kinder, das ist das Wichtigste jetzt in den nächsten Tagen und Wochen als Geschenke. Und da habe ich drei Bücher ausgewählt. Sonnenschein zum Frühstück, interessantes Buch, weil man ein bisschen hineinblicken kann, was so dahinter passiert. Dann Grün, ein Mitmachgartenbuch und Das Wunder Blume, auch für Erwachsene zu empfehlen. Sind auch viele Tipps für Pflanzen im Haus drinnen. Apropos Hauspflanzen, Bergamotte hat das Buch geschrieben, Meine grüne Welt. Der besondere Guide für Zimmerpflanzen, Blumensträuße und Wandkränze ist ein Riesenthema geworden. Die ganzen Grünpflanzen, da hat sie es exakt beschrieben, was besonders in modernen Wohnungen passt, in traditionellen Wohnungen, wie man sie pflegt und vor allem auch, wie man so einen Blumenstrauß anfertigt. Apropos Natur, das gehört dazu. So locke ich Vögel in meinen Garten. Ein Buch, das beschreibt, wie man Nistplätze anlegt, aber wie man auch Futterstellen anlegt. All das findet man in diesem Buch da drinnen. Auch viel Natur und vor allem viel Ernte.
Erntegut, alles gut, ein Buch für alle, die gerne Gemüse gärtnern, im Hochbeet, im Frühbeet, im Gewächshaus. Das sind lauter Bücher oder lauter Tipps drinnen, auch für kleine Gärten. Und das ist etwas, was generell ein großes Thema ist. Kleiner Garten, große Ernte, die Selbstversorgung Schritt für Schritt. Selbstversorgung ist ja ein Riesenthema. Und passend zu den Problemen, die wir in den letzten Jahren mit zu wenig Wasser gehabt haben, Garten ohne Gießen. Da drinnen sind 44 trockenheitstolerante Pflanzen exakt beschrieben. Und wenn dann die Schädlinge kommen, dann greifen wir zu einem Buch von Fiona Kies und von Andreas Steinert, kenne ich auch beide sehr gut, ganz witzig geschrieben, nämlich wirklich das Positive hervorgehoben immer. Wer knappert da an meinem Gemüse? Von Plagegeistern und kleinen Helfern, wie man die Pflanzen schützt, welche Nützlinge es gibt und warum eigentlich jedes Tierchen ganz, ganz wichtig ist im biologischen Kreislauf. So, da hinten sind noch zwei Bücher. Das ist eher ein Bildband, weil es wunderbar ist. Die Welt in voller Blüte. So herrliche Bilder. Also ich sag, wenn es draußen so richtig grauslich ist, dann kann man mit diesen Bildern ein bisschen zum Träumen anfangen. Toll, einfach toll. So, eine Frucht, die in den letzten Jahren ein großes Thema geworden ist, die Walnuss. Viele neue Sorten, auch die veredelten Sorten sind da drinnen, wie das funktioniert und wie das geht und wie man einen großen Ertrag zusammenbringt, wie viele verschiedene Nüsse es gibt. Ganz interessant in dem Buch, das hat der Jonas Frey geschrieben. Und das letzte Buch, ein bisschen zum Träumen, haben wir schon nicht fortfahren können, Das Paradies ist überall, Christa Hasselhorst, hat das Buch geschrieben zwischen Schlossback und Küchengarten. Ein Buch, das viele interessante Gärten in ganz Europa beschreibt. Sie war viel unterwegs, viele Künstlergärten und vor allem auch wieder viele schöne Fotos, die Lust machen aufs Garten. So, 20 Bücher, die alle fürs Weihnachtsfest oder darüber hinaus für Gärtnerinnen und Gärtner passen. Ich wünsche viel Spaß beim Garteln oder beim Blättern in Gartenbüchern.